Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Step-by-Step-Video. Ich möchte euch heute an diesem Beispiel zeigen, wie ich mit Farbe arbeite und vor allem, wie das Verblenden funktioniert. Also viel Spaß mit diesem Video. Ja, ein Material, was ich genutzt habe, dort haben wir eine Sima Open Liner von Cheyenne, eine 19er Soft Edge Magnum von Quadron und eine 27er, die ich aber hier nicht genutzt habe. An Farben kamen komplett bunt die Raw-Farben zum Einsatz. Bei den bunten Farben habe ich komplett Raw-Pigments genutzt. Ich arbeite damit recht gerne. Dann haben wir ganz unten rechts haben wir noch das Schwarz. Da habe ich nur die 100% genutzt von dem Eclipse. Dann ist aber noch eine Mischung von 50% und von 4 Tropfen, da ich das Motiv am Ende noch weitergemacht habe. Aber das zeige ich hier in diesem Video nicht. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit der Arbeit. Ich starte bei diesem Motiv nochmal mit so ein paar Outlines, die ich setzen will. Ich hatte vorher überlegt, ich mache da nur Hintergrund rein, aber ich dachte mir, um ein Video zu machen, müssen wir da noch ein bisschen mehr reinmachen, als wie nur diese paar Blüten, die dort sind. Also habe ich mich entschlossen, nochmal ein paar Blätter mit ranzusetzen. Hier habe ich genutzt eine Sima Open Liner. Ich habe mir nicht gemerkt, welche Nadel ich dort vorher genutzt habe. Ja, dann schaut man halt ein bisschen, was so ungefähr die Liniendicke ist und nimmt dann halt dementsprechend eine Nadel. Ja, und eine Sima Open Liner lag gerade bei mir in der Gegend, deswegen habe ich die genutzt. Ich wollte mich natürlich auch nicht so lange aufhalten mit diesen Linien. Deswegen habe ich die relativ fix durchgezogen. Wie man sehen kann, Right on Tube. Ich nutze ja bestimmt 90% aller Linien Right on Tube. Weil dann kann ich mich aufs Motiv konzentrieren und muss nicht noch schauen, ob denn die Linie dementsprechend vernünftig in der richtigen Höhe ist. Und wenn man sich das einmal einstellt, dann kann man das so durchziehen. Und das hier handelt es sich nicht um ein Porträt oder irgendetwas, wo es so 100% genau sein muss. Hier sieht man, wie ich die Farbe aufnehme, immer mal wieder reintauchen und dann weiter. Ja, und wenn ihr hier seht ihr es, hier mache ich einfach freie Hand, so wie ich mir das für richtig empfinde. Ich halte mich da nicht so wahnsinnig ans Stencil. Ich habe in dem Motiv nachher auch noch solche Laubblätter einfach alleine direkt mit der Nadel gemalt. Ja, weil ich mir dafür nicht extra noch ein Stencil ausdrucken will. Und es ist ja die Natur halt, ne? Die hat, ja, mal sind die Blätter gerade, dann wieder krumm und so weiter. Ja, jetzt wechsle ich auf die 19er Quadron und stelle mir noch einen 20er Becher hin, wo ich Shading Solution einfülle. Das hatte ich beim Aufbau vergessen. Ich nutze für bunte Tattoos immer Shading Solution. Hier in meinem Fall das von Aloe. Gibt es natürlich auch bei mir im Shop, weil ich es gut finde. Wo ich dann mit den bunten Farben mal kurz eintauche. Das wird man hier im Laufe des Videos auch immer wieder sehen. Und auch hier habe ich die Nadel so eingestellt, dass ich mit Right on Tube arbeiten kann. Und solange wie man, viele meinen ja, dann kann man aber gar nicht sehen, wo man gerade ist. Aber wenn ich mit meiner Nadel, also das Plastik von meiner Nadel, in dem Bereich der Linien bleibe, dann kann ich halt einfach nicht übermalen.
Und wenn man dann merkt, da fehlt aber noch eine Ecke oder so, dann kann man das ein bisschen langsamer trotzdem noch ausfüllen. Und immer wieder in Shading Solution rein. Da entscheide ich einfach, ich fülle ja die Farbe ein in den Topf und wenn ich da merke, die ist sehr, sehr dickflüssig, dann weiß ich, dass ich da nachher Shading Solution nutzen muss. Ich male hier gar nicht alles so richtig aus und so, weil ich das halt als ja, einen schattierten Übergang haben möchte. Deswegen, auch wenn man das nicht immer so gut erkennen kann, wenn man solche Videos macht, aber es ist konstant eine wippende Bewegung. Ich gehe im Flug in die Haut rein und wieder raus. Und ich halte mich da auch gar nicht so wahnsinnig lange bei auf. Ich schattiere das halt einfach so raus und dann ist es gut. Ich schaue mir das dann an und wenn es noch nicht genug ist, dann gehe ich da halt nochmal rein. Das mache ich jetzt, um mir das Nadelauswaschen zu ersparen, mache ich das jetzt bei den anderen Blüten auch. Ich lege mir erstmal den Grundton vor. Also das ist der Farbton, wo am Ende ja, fast am wenigsten von zu sehen ist. Aber das ist erstmal so mein Grundton. Ich bilde mir das immer ein, dass ich meine Haut damit erstmal so ein bisschen vorbereite, dass die Poren geöffnet sind, dass die Farbe angenommen werden kann. Das ist ja, wenn ihr mit reinem Wasser einmal über die Haut rüber geht, dann bekommt ihr auch super weiche Schattierungen hin. Habe ich auch ein Video von gemacht. Und so ist das bei bunte Farbe auch. Wenn ihr einmal schon mal so ein bisschen mit der Nadel drin gewesen seid, dann geht die Farbe halt einfach viel besser rein. Und dadurch, dass ich nicht Flying Needle nutze beim Füllen oder beim Schattieren, entspanne ich auch, also das mit der Haut ist halt einfach ein bisschen entspannter. Ich tue der Haut nicht allzu sehr weh. Jetzt machen wir die anderen beiden noch. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt hier einfach mal laufen und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Sobald etwas Neues passiert, melde ich mich natürlich wieder. Ja, wie ihr sehen könnt, ich nutze ganz einfach mein Tuch, also Ceva-Tuch oder was ihr gerade so da habt. Ich habe da ganz am Anfang so einen kleinen Spritzer Green Soap drauf gemacht, aber dann drehe ich in den meisten Fällen das Tuch nochmal um, dass ich dann wirklich die trockene Seite habe und ich wische die meiste Zeit trocken. Dann bekommt man natürlich die ganzen Farbreste nicht von der Haut runter. Aber das spielt ja keine Rolle. Ich muss nur das sehen, wo ich gerade dran arbeite. Alles andere muss nicht blitzeblank sauber sein. Und man muss auch nicht ständig das ganze Tattoo abwaschen und seine eigene Arbeit bewundern, wie toll es doch aussieht. Das macht man nicht. Man macht wirklich nur das sauber, wo man gerade arbeitet. Und wenn man mal eine Pause macht, dann wäscht man das Tattoo einmal ein bisschen sauber und macht gegebenenfalls eine gute Butter drauf, damit ja, die Haut sich in der Pause ein bisschen beruhigen kann.
Denn das Problem bei diesem super viel Wischen oder bei dem Nasswischen ist, dass die Haut natürlich dadurch, dass die Poren offen sind, auch sehr viel Wasser aufnehmen. Und dann wird euer Tattoo irgendwann total verwässert, das Schwarz wird nicht mehr schwarz und ja, die bunten Farben gehen halt auch nicht mehr so gut rein. Ja, jetzt bin ich mit dem Grundton soweit fertig. Ich mache jetzt auch einmal das Tattoo etwas sauberer. Wasche ich die Farbe ordentlich aus. Ich habe das leider nicht so richtig auf dem Video drauf. Ich glaube, einmal seht ihr jetzt kurz meine Hand, wie ich das sauber mache. Ich lege die Nadel eigentlich nur aufs Tuch rauf und dadurch wird die Farbe dann so das Wasser rausgesaugt. Jetzt nehme ich den dunkleren Grundton und gehe in das Blatt rein. Ich möchte das Blatt so ein bisschen dunkelrot und orange haben. Ja, wie so Laubblätter halt aussehen. Ich habe da auch keine Vorlage zu oder so. Das entsteht halt einfach so in meinem Kopf. Es ist ja auch immer nicht so super wichtig, ob da wirklich jedes Detail so 100% drin ist. Am Ende soll es halt einfach nur gut aussehen. Ja, und auch hier in diesem Blatt. Es ist einfach mein Grundton, den ich dort wieder reinsetze. Hier konnte man jetzt schön sehen, dass ich keine Shading Solution genutzt habe. Und das ist wirklich, ich nehme die Farbe auf mit der Nadel und sehe ja oder merke es auch, wie dick oder dünnflüssig die Farbe ist. Und deswegen halte ich mehr davon, sich einen Becher dorthin zu stellen, wo Shading Solution drin ist, wo ich da einmal reintippen kann, als wie jede Farbe anzumischen, dass sie die gleiche Konsistenz hat. Das würde ich nicht machen. Nur es ist doch wieder ein bisschen, es ist immer unterschiedlich. Ja? Mal mache ich das, mal mache ich das nicht. Das Schöne ist, wenn ihr Farbe nehmt und taucht sie einmal in Shading Solution, dann könnt ihr auch weichere Übergänge hinbekommen. Man muss dazu sagen, dass alles, was so in den Rottonbereich geht von Tattoofarben, dass die sich natürlich alle ziemlich gut verarbeiten lassen. Rot ist eine sehr dankbare Farbe und man bekommt auch ganze Riesenflächen mit Rot hin. Nur weil das jetzt hier so super funktioniert, heißt das nicht, dass das mit eurer Farbe nicht auch funktioniert. Es gibt Farbtöne, die gehen so super schwer rein. Das ist so blau und grün. Das sind schon schwierige Farben. Aber so rot, orange, gelb, das geht immer gut. Jetzt wasche ich die Nadel aus und dann kommen noch mal zwei Farbkappen hinzu. Ein etwas helleres Orange kommt jetzt noch mit zum Einsatz und Gelb. Und hier kommt jetzt das Braun. Ja, da so ein Laubblatt doch ein paar dunkle Stellen hat, habe ich jetzt hier das ganz dunkle Braun genommen. Das nennt sich Underground Braun.
und damit mache ich noch so ein paar Details. Dadurch, dass ich jetzt den mittleren Farbton schon in der Haut drin habe, kann ich jetzt natürlich wunderbare Übergänge machen. Das funktioniert sehr gut. Wenn ihr erst das Braun nehmt oder das Schlimmste, was ihr machen könnt, ihr macht das jetzt mit Schwarz, dann sieht euer ganzes Tattoo einfach fürchterlich dreckig aus. Also es wird auch nach dem Abheilen sehr dreckig aussehen. Das ist keine gute Idee. Jetzt arbeiten wir noch ein bisschen Orange mit rein. Ich entscheide das einfach spontan. Ich mache immer so eine kleine Ecke fertig und wenn ich merke, oh ja, das gefällt mir ganz gut, dann mache ich genau so weiter. Also ich habe da keine Richtlinien. Und wenn eine Frage kommt, warum hast du dich genau für diese Farbe entschieden, dann kann ich das nicht sagen, weil mir gerade so war. Wenn man jetzt natürlich eine Vorlage hat, wo man so ganz genau darauf achten muss, dann hält man sich da natürlich dran. Aber in der ersten Zeit habe ich dann Farbe gekauft und habe dann versucht, genau diesen Farbton zu nutzen. Das mache ich alles nicht mehr. Ich nutze den Farbton, den ich da habe. Allerdings habe ich relativ viel Farbe da. Und ich nutze dann die da sind. Und wenn ein Motiv ein anderes Grün oder ein anderes Blau hat, wie das, was ich da habe, dann spreche ich das mit den Kunden ab und sage ihm, hey, pass auf, entweder müssen wir diesen Termin verschieben und ich muss eine andere Farbe ordern oder du nimmst diese Farben, die ich hier habe, und wird trotzdem cool aussehen. Und da lässt sich jeder Kunde drauf ein. Und ein Tätowierer entscheidet sich in den meisten Fällen nicht danach, ob ein Blau in dem Motiv, was ihr machen wollt, gut aussieht, sondern ein Tätowierer entscheidet, ob sich eine Farbe sehr gut verarbeiten lässt. Und dann werden diese Farben genommen. Und ihr habt bei jedem Farbhersteller sind Farben, die gehen furchtbar schwer rein und es gibt Farben, die gehen super gut rein. Deswegen ist es für solche Ordnungsfanatiker wie ich ziemlich schwierig, weil ich gerne Farben so von einer Firma habe, weil es halt einfach schöner aussieht. Aber das funktioniert leider nicht. Jetzt machen wir einen Farbwechsel zu Gelb. Das bedeutet, ich muss natürlich die Nadel ein bisschen mehr auswaschen als sonst. In dem Farbwasserbecher, wenn ihr dort Oxolon drin habt, dann lassen sich die Nadeln eigentlich ziemlich gut auswaschen, sodass ihr nicht so viel Farbreste habt. Hier in dem Fall ist es, wenn da jetzt noch ein bisschen Orange ist sozusagen, dann stört mich das nicht weiter. Aber sie ist trotzdem ziemlich gut ausgewaschen, also das funktioniert schon gut. Ich könnte jetzt auch das Blatt weitermachen, aber ich lasse immer ganz gerne einfach die Haut erstmal eine Weile in Ruhe. Dann gehe ich erstmal an einer anderen Stelle. Das sorgt einfach dafür, dass die Haut sich beruhigen kann. Und wie ihr hier seht auf dem Motiv, ich habe da auch kein Blut oder Wundwasser oder Ähnliches. Das ist halt, weil ich Write on Tube arbeite, relativ zügig und das immer mal wechsle. Ich wechsle halt einfach mal das Blatt und mache dann erstmal dort weiter, um die Haut zu schonen. Sicherlich ist es für einen Kunden, kann es unangenehm sein,
aber für den Kunden sind auch Pausen unangenehm. Das gehört aber halt einfach dazu. Oftmals weiß ich selbst nicht, wie das aussieht nachher, weil ich mich da einfach ein bisschen rantaste. Es kann auch gut möglich sein, dass mir das Gelb überhaupt gar nicht gefällt. Dann gehe ich da halt einfach mit Rot rüber, das ist mir egal. Und dadurch, dass es ein sehr heller Farbton ist, bekomme ich ihn mit so gut wie jedem Farbton übergedeckt. Deswegen probiere ich meistens ein bisschen rum, ob mir das gefällt, und dann ändere ich das halt, ne? Und das ist das Schöne, wenn man dann halt von hellen Farbton in den dunklen geht. Jetzt machen wir noch ein paar kleine Details mit dem dunkelsten Rot, was ich da habe. Also ja, mit so einem etwas dunkleren Rotton. Denn so eine Blüte ist ja in der Mitte, wo der Stempel ist, liegt er ja tiefer. Und das sind so Sachen, die sollte man beachten, dass man dann nicht in dem unteren Bereich hell bleibt, sondern doch schon etwas dunkler. Das erkennt unser Auge als richtig an und dann sieht das nachher auch direkt gleich ein bisschen besser aus. Hier habe ich mir nachher auch entschieden, das alles so ein bisschen zu verblenden. Hier werde ich nachher die Blätter auch ein wenig verblenden. Da kommen wir nachher noch drauf, weil ich in dem Übergang vom Gelb ins Rote, das gefällt mir noch nicht so richtig. Ich möchte da auch Farbe drin haben, aber der Kontrast zu Rot und zu Gelb ist einfach viel zu hoch, deswegen muss man da mit einer Zwischenfarbe rein. Und auch hier, man könnte einfach sagen, ich hätte ja diesen mittleren Farbton nehmen können und gehe dann mit dem dunkelsten Rot rein. Das ist hier das Bloodberry Rot. Aber dann fehlt meine Farbe dazwischen. Und wenn ich diese Farben zur Verfügung habe, dann nutze ich sie auch. Denn umso mehr Farbabstufungen ihr dort drin habt, umso hübscher wird das am Ende. Jetzt werde ich den inneren Stempel machen. Hier kann man immer schön sehen, dass ich mir immer eigentlich gar nicht entscheiden kann, was ich jetzt überhaupt für eine Farbe dafür nehme. Und auch hier ist das so. Ich probiere das einfach mal aus mit einem relativ hellen Farbton und entscheide dann am Ende, ob es mir gefällt oder ob es mir nicht gefällt. Und es muss auch nicht alles immer so super, ja, so super genau sein. Man kann da auch einfach mal ein bisschen rumspielen. Jetzt habe ich den Orangeton, bin nochmal in Shading Solution und verblende jetzt das Mittelstück zwischen Gelb und Orange. Wenn ich da jetzt ein bisschen rüberkomme über das Gelb, ist das überhaupt nicht schlimm und gehe auch in das Rot rein. Jetzt habe ich den Effekt, dass überall Farbe ist und mir das einfach besser gefällt. Nun wechsle ich nochmal auf die OpenLiner. Jetzt werde ich das Braun nehmen und werde in diesem Stempel in der Mitte nochmal so ein paar kleine Details reinsetzen.
geht es jetzt auch einfach nur um so ein paar Details. Und ich finde auch, dass sich da unterscheidet, ob man sich da wirklich Mühe gibt oder einfach nur irgendwie so ein Tattoo fertig bekommt. Natürlich, wenn zu dem Zeitpunkt die Haut schon richtig gestresst ist, das merkt man auch, sie drückt übelst Wundwasser raus oder sie fängt an zu bluten, dann muss man sich überlegen, ob man das macht oder nicht macht. Jetzt kommen wir in einen Bereich, den habe ich ja schon gemacht und ich mache das immer, ich probiere immer erst aus. Ich habe ja jetzt die obere, wo mein kleiner Finger drauf lag, dieses Blüte, die habe ich ja jetzt schon fertig. Und jetzt habe ich mir natürlich gemerkt, wie mache ich die anderen? Ich habe die eine, komplett fertig gemacht. Ich könnte da jetzt noch mit Weiß reingehen und so weiter. Aber jetzt gehen natürlich die anderen, gehen dann viel schneller, weil ich jetzt weiß, wie mache ich das. Ja? Es kommen ja nachher auch noch mit Grün diese kleinen Blätter dazwischen, dann nehme ich ja nochmal Farbe. Ich habe auch hier in dem kompletten Tattoo nur mit Raw gearbeitet. Ich habe mir jetzt noch ein paar Farben von World Famous nachbestellt. Und ja, ich muss die auch bezahlen. Und da will ich ja jetzt auch noch mal ein Video drüber machen, weil die World Famous Farben sind wirklich tolle Farben, aber lassen sich ziemlich schwer verarbeiten. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum nehme ich denn World Famous Farben, wenn ich doch andere Farben nehmen kann, die sich besser verarbeiten lassen. Bei World Famous ist es so, es ist ein Farbhersteller, der stellt seine Farben aus Pigmenten her, also aus Pulver. Und das ist viele, viele Male besser, als wenn sie sich eine Farbmischung oder eine Firma kaufen, sich Grundfarben und mischen die einfach untereinander ab. Und wenn ihr dann ein Orange haben wollt oder ein Lila, das dann halt einfach nur, oder ein Hellblau, dann wird bei vielen Farbherstellern wird ein Hellblau erstellt, indem sie einen Tropfen Dunkelblau nehmen und den Rest mit Weiß auffüllen. Und das ist halt nicht gut, weil jeder weiß es, versuch mal eine Fläche mit Weiß zu füllen. Das ist halt super, super schwierig. Und wenn ihr dann aber die Pigmentpulver habt und die nutzt, dann erkennt man das auch ganz gut, wenn so eine bunte Farbe einfach mal eine Weile steht im Regal, wie sie sich absetzt. Gute Farbe setzt sich halt einfach nur unten ab und ihr habt oben dann ein bisschen das Bindemittel drauf. Und Farbe, die sich nicht ganz so gut verarbeiten lassen, da seht ihr meistens ganz viel Weiß unten am Boden. Und oben habt ihr dann noch ein paar Bindemittel und eine kleine Schicht von dem Farbton, den ihr dort habt. Also ist nicht ganz so toll. Ja, und das Raw Pigments ist auch ein Farbhersteller, der aus Pigmenten herstellt. Raw war eigentlich eine Firma, die stellt diese Pigmente her, also diese Pulver. Die hatten vorher keine eigene Farbe, die haben das Pulver verkauft an Farbhersteller. Aber nun kam ja die Reach. Jetzt haben sie sich gesagt, wir produzieren einfach mal selber Farbe. Aber du hast natürlich für Raw-Farbe auch keine Langzeitberichte. Wir wissen nicht, wie sieht die Farbe in 10 Jahren aus. Ja, das wissen wir halt nicht. Bei World Famous wissen wir es schon. Trotz der Reach.
ich arbeite meistens alle Farbtöne hintereinander weg. Also die ersten Sachen, die da probiere ich mich halt aus. Wie kann ich etwas machen, dass es gut funktioniert? Und dann ist es nachher sowas wie ja, so eine Massenabfertigung. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese drei Blüten habe, dann arbeite ich erst das Gelb komplett durch. Jetzt kommt halt das Dunkelrot und all solche Sachen. Dass man ja nachher einfach schneller wird. Jetzt wechsle ich wieder auf die Openliner und mache jetzt die Stempel in der Mitte. Also diese kleinen Details. Man könnte bei diesen Stempeln, könnte man nochmal hier einen Farbton, da einen Farbton und so weiter. Das Problem ist, man sitzt sehr, sehr dicht an diesem Tattoo beim Arbeiten. Und man hat immer das Gefühl, ach, hier geht noch ein bisschen, hier geht noch ein bisschen und so weiter. Das sind aber alles so winzige Details, die in ein paar Jahren einfach gar nicht mehr vorhanden sein werden. Weil die Haut, die arbeitet und diese Zeit, die kann man sich eigentlich sparen. Ja, jetzt kommt hier nochmal so ein bisschen Grün mit ins Spiel. Ich hatte überlegt, welches Grün ich nehme. Ich habe bei Grün nicht so viel Auswahl. Ich habe entweder ein ultra dunkles Grün. Und hier haben wir jetzt ein Grün, was ja eher ins Bläuliche geht. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, ach komm, das passt schon. Ja, dann mache ich halt einfach nur noch die, ja, diese Blätterchen da. Und ich arbeite mit einer Magnum, ja, so wie ich es in den Livestreams auch immer sage. Bei mir sind die Magnum, es sind nicht immer alle Nadeln in der Haut drin. Ich arbeite mal nur mit der Ecke oder ja, entweder oder ganz drin, natürlich auch. Aber ich nutze die Magnum natürlich so, wie es für mich am besten funktioniert.
Ja, und deshalb ist es auch egal, ob man nun eine, klar, man könnte jetzt hier eine 5er Magnum nehmen oder eine 9er, das könnte man natürlich auch machen. Aber ich sage mir immer, umso größer die Nadel ist, umso weicher werden die Übergänge. Und wenn ihr mal schattiert mit einer 9er, dann ist das doch ziemlich schwierig, das gleichmäßig hinzubekommen. Und ich für meinen Teil arbeite unheimlich gerne mit 23er oder 27er Soft Edge Magnum. Das wäre hier jetzt natürlich auch viel zu groß. Da muss man so doll aufpassen, dass man nicht übermalt, ne? Aber ja, wenn ich jetzt natürlich keine 19er da gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht auch eine 15er genommen oder eine 13er, eine 17er, irgendwie sowas. Ich nutze so kleine Magnums wie 7er, 9er oder so. Das nutze ich in den meisten Fällen nur, ja, wenn ich richtig dicken Text mache oder bei Maori, also für bunte Tattoos, nutze ich sowas äußerst selten. Mit dem Bund jetzt langsam ans Ende komme, tauche ich halt auch einfach mal von einer dunklen Farbe in die helle ein. Wenn ihr das andersrum macht, ist das eigentlich viel besser, wenn ihr zum Beispiel erst ins Gelb geht und dann ins Orange, weil ihr euch dann die Farbe nicht ganz so verfälscht. Aber ihr könnt mal darauf achten, wenn ihr jetzt doch so einen kleinen orangen Fleck habt in eurer gelben Farbe, dann bekommt ihr den da auch wieder raus. Ihr braucht halt bloß das mit der Magnum abfangen, so wie jetzt. Jetzt ist das Orange aus dem Gelb wieder raus, weil die Nadel saugt die Farbe ja wieder auf. Und auch die Nadeln. Ich habe jetzt hier die Quadronen genutzt. Ich hatte da ein Video zu, also nicht zu Quadronennadeln, sondern zu großen Magnum-Nadeln. Und deswegen habe ich die hier. Das Tattoo, das könnt ihr mit, also es ist egal, welche Magnum ihr nutzt. Ja, wenn ihr ja, Gorilla da habt oder Cheyenne oder, das spielt keine Rolle. Die können alle dasselbe. Ja, hier wird jetzt auch nochmal wieder verblendet. Ich habe das Motiv natürlich auch weitergemacht. Man sieht dort oben im Stencil, dass da noch mehr Blätter kommen. Und dann habe ich natürlich auch noch den Hintergrund gemacht. Dann da sind so, ja, so asiatisch halt, so ein paar Wolkenwellen und so ein Kram halt. Und dann ist dieses Tattoo eigentlich auch fertig gewesen. Nun kommt der Punkt, wo ich das einfach mal richtig sauber mache. Ich nehme mir halt ein Tuch, ein sauberes neues Tuch, nehme mir ein bisschen Green Soap und wasche das gesamte Tattoo einmal vernünftig ab. Jetzt kann man mit guter Butter kann man nochmal ordentlich rübergehen, damit ja, die Rötung rausgenommen wird oder ja, falls dort Wundwasser ist, das gestoppt wird. Ja, und jetzt mache ich noch die anderen Blätter, Blüten und so weiter. Aber dieses Video ist hiermit beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Macht's gut und bleibt gesund.